Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Ja, Carlos ist noch seine Hausaufgaben am machen, der braucht noch mehr sozial unbedingt. Muss ich mal gucken. Aber wenn er die fertig hat, kann er pennen gehen. Dann wird er auch müde. Wir bringen auch sozial. Könnten wir vielleicht mit Techtelmechtel oder so hinkriegen, ne? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Moi, Chibna! Chibna! Aufwecken. Vielleicht kriegen wir damit sozial wieder hin. Tibuambik? Ah, Dorna. Ah. So. Mehr Auswahl. Nee, Baby machen eher nicht. Kann ich das hier? Da. Noch ein Kind muss nicht unbedingt sein. Aber was wir holen könnten, wäre eine Katze, ne? Traurig. Du sollst nicht pennen gehen. Mit Carla techteln-mechteln sollst du. Das ist doch viel besser. Weil dann kriegst du es sozial vielleicht mal auf die Reihe. Wow. Gucken wir mal, ob das sozial dann jetzt besser wird. Hoffen wir doch mal. Und danach können sie sich dann hinlegen. Machen sie ja eh. Jawohl, sozial steigt. Sehr gut. Spaß natürlich auch. Aber sozial ist wieder grün. Sehr gut. Gute Nacht. Jabin, Longi Chul. So, du leg dich schlafen. Du bitte auch. Und dann können wir hoffentlich ausgeruht in den Morgen starten. Wer ist jetzt wach? Oh, du musst aufs Klo, okay. Du pennst noch. Du müsstest auch dringend aufs Klo. Geh mal lieber. Bei dir ist soweit alles noch okay. Spaß brauchst du. Dann könntest du eigentlich aufstehen und was zocken. Dann kriegst du Spaß. Ist nicht das Verkehrteste. Wo ist der Karl? Nicht in den Pinkelbusch gehen. Was machst denn du? Dass die immer in den Pinkelbusch gehen wollen. Das ist ja schlimm.
So, wie sieht's bei dir aus? Grün, dann könntest du hier überarbeiten und gliedern, dass du da mal weiterkommst. Es wird Zeit für Tango. Tango verlässt uns. Fühlst dich unwohl wegen schlechter Umgebung? Warum schlechte Umgebung? Oh, okay, die Badewanne ist dreckig. Ja, ich weiß nicht, ob du darin so sauber wirst, mein Lieber, aber gut. So, du willst aufs Klettergerüst. Du könntest aber vorher Eier einsammeln, Futter verstreuen, Stall säubern und dann nochmal Futter verstreuen. Dann darfst du aufs Klettergerüst. Gut. So, Carla Maria spielt. Du müsstest dringend aufs Klo. Eier eingesammelt, sehr gut. Karl hat Informationen zum Thema Brutei gefunden. Okay. Hast du ein Brutei gefunden? Ja, hast du, sehr gut. Dann können wir da eins mal reintun. Qualität schlecht. So, du bist. Unterricht von Michelle beginnt in einer Stunde. Soll das vielleicht noch kurz duschen? Essen wäre auch nicht verkehrt, aber das kannst du auch nach der einen Stunde machen. Geht ja nicht so lange. Wo sind die Wäsche aus der Waschmaschine? Wohin verschwindet die immer? Bei euch, wie sieht's da aus? Du hast Hunger. Zocken ist magisch, ja. Stimme ich dir zu? Schnelle Mahlzeit essen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Wäre ja nicht so verkehrt, ne? Was jammerst du? Unwohl? Ja, das ist halt. Kommt ja gleich die Putzkraft. So, dann könntest du mal denen eine Überraschung machen, ne? Dann könnten wir hier nämlich Haushalt, Mitbewohner Suchanzeige aufgeben, adoptieren, Katze. Machen wir Katze oder Hund? Ich mag ja Hunde, aber die sind halt. Wobei, machen wir Hund. Vielleicht Hund und Katze. Haushalt. Machen wir das so. Michelle besucht eine Vorlesung. So, jetzt gucken wir mal. Welpe auf jeden Fall. Gorbasch. Sophie, Kelly, George, Airedale Terrier, ach so, domestizierter Fuchs, ein Whippet, ein Shih Tzu, was auch immer das ist, Russell Terrier, Scottish Terrier, Wheaton Terrier, Bernhardiner. Nehmen wir die Annie.
Kelly sieht halt auch süß aus, ne? Kann ich mehrere auswählen? Ja, ich kann zwei auswählen. Bis zu drei. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wir nehmen die Kelly. Nehmen wir die Kelly. Und dann doch, glaube ich, doch keine Katze. Dann machen wir nur den Hund. So, Carlos ist in der Schule. Sehr gut. Carl ist zur Schule. Carla Maria ist zur Schule. Dann nehmen wir nur den Hund. Ah. Freundlich vorstellen. Freundlich vorsichtig vorstellen. Mehr Auswahl? Ne, gemein sind wir nicht. So, so. Ah, a flush. Dag. Coupeton? Carla hat eben mit Kelly Bekanntschaft gemacht. So. Reden. Streicheln wir mal ein bisschen. Saquinario? Chiba Olibar? Quafica Abimo? Ah. Kennenlernen. Kanathoi Narbol? Milshaba. Hochheben. Nurchel Klosenex. Die sieht ja schon niedlich aus, ne? Dann brauchen wir jetzt nur Futter. Michelle hat genügend gearbeitet, um den Kurs mit einer respektablen Note abzuschließen. So, du darfst dann gerade mal was essen. So, Streich erfolgreich. Am Anfang waren da keine Rennmäuse. Als Karl den Klassenraum betrat, war damit Schluss. Hunderte kleine Fellkreaturen tobten durch die Gänge, was den meisten Vergnügen und einigen Angst bereitete. Der Streich ist absolut gelungen. Karl hat seine Kreativität verbessert. So, ein Lehrer hat bemerkt, wie Karl bei einem Test auf das Blatt eines Mitschülers geschielt hat und ihn ins Sekretariat geschickt. Kind sollte den Test neu machen. So. Okay, reichen nicht für gute Manieren aus. So, absetzen. Tantiemen haben wir gekriegt, okay. Wo willst denn du hin? So, dann würde ich sagen, adoptieren wir sie. Ja, machen wir. Kelly, Karlzone natürlich. Karlzone. Herzlichen Glückwunsch. So, dann brauchen wir jetzt aber natürlich noch ein bisschen Hundematerial, also Tiermaterial, ne? Hundedeko und sowas. Futternapf. Den können wir schön dorthin tun. So, Futternapf. Und Hundebett. Machen wir dort mal hin. Bisschen Hundespielzeug bräuchten wir noch.
Und irgendwann mal was für den Garten, ne? Machen wir mal dahin und dann sollte die dahin passen. Genau. Irgendwann mal was für den Garten, das kommt aber später. So. Dann machen wir das mal. Michelle? Du hast dich schlafen gelegt. Hast du fertig gegessen? Das ist Apfelmus. Leg dich da mal hin. Du hast nicht viel Zeit, aber du kannst die Zeit nutzen und ein bisschen schlafen. Sehr gut. Herbeirufen, okay. So, Haushaltshilfe putzt, das ist gut. Das ist echt deutlich besser, als wenn wir den Butler hätten. Kann ein kleiner Hund so viel fressen? Ein so kleiner Hund so viel fressen? Simstagram-Tier. Ups. So. Freundschaft anbieten, reden. Dann heben wir sie mal hoch. Dann gehen wir mit ihr nach draußen, da kann sie dann Häufchen machen. Dass wir das auch erledigt haben. Man musste zur Schule. 2 Stunden noch, okay. Weil du jetzt hier noch ein bisschen überarbeiten und gliedern könntest. Warbe Quest. Wavu Ruskan Lumpima? Muchi Pichi? Ibiha Shinisi. Ibiha Shinisi? Sieht aus, als wäre alles fertig. Sehr gut. Hi Carla, ich frage mich, ob es sich lohnt, Nox Greenberg ein bisschen besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Ich denke, du solltest am Ball bleiben. Warum ruft uns unser Butler an? So, dann gehen wir mal kurz raus. Mit dir hier hingehen. Und dann kann Hundi nämlich dort. Kelly hier absetzen. Tippa-tippa. So, bitten das Geschäft zu erledigen. Anches. Gut macht sie das. So, Abschlusspräsentation von Herrn. Er sieht hervorragend aus. Okay. Loben. Kennenlernen. Hochheben. Und dann gehen wir anschließend wieder hier rein. Oh,
Ach, der macht Hausarbeiten. Freiwillig. Sehr gut. Karl hat soeben mit Kelly Freundschaft geschlossen. Auch sehr gut. So, und wie ich sehe, Kelly hier absetzen. Das darfst du auch mal essen. Könntest du danach nochmal wieder was schreiben, ne? Morgen vor ist. Ne, wollen wir nicht. Ich kann ja jetzt nicht weg, wenn der Hund da ist, ne? Mitchell besucht eine Vorlesung. So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch um, deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank. Lektion Coach Potato. Sie hasst Laufen, ist am liebsten faul. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.